Guten Abend. Die Landesregierung will mehr Geld in den Neu- und Umbau von Schulen stecken. Kultusministerin Ute Erzsi-Grawe rechnet mit mindestens 50 Millionen Euro in den kommenden 4 Jahren. Das sagte sie heute bei der Eröffnung des Neubaus der Theodor-Mommsen-Schule in Bad Oldesloe. Dazu Jesko Wilke. 12 Klassenzimmer und 9 Fachräume für 4 Millionen Euro. So einen Neubau könnten viele Schulen gut gebrauchen. Grund für die Investition: Sanierungsbedarf und extremer Platzmangel. Mit mehr als 1200 Schülern ist die Theodor-Mommsen-Schule das größte Gymnasium in Schleswig-Holstein. Und sie will mit dieser Ausstattung und mit diesen Räumen auch Vorbild sein für andere Schulen und auch Ausbildungszentrum. Also das ist eine Doppelfunktion, die diese Schule haben will. Und deswegen war es auch wert, hier so viel Geld zu investieren. Die Geräte in den Physik-, Bio- und Chemieräumen sind fast auf Hochschulniveau. Sie kosteten mehr als 100.000 Euro. Laut Ministerin Erzsi-Grawe sind gut ausgestattete Fachräume besonders wichtig, um die Schüler auf Studium oder Beruf vorzubereiten.
Herzi e papà di Daniele sta presso. E Daniele non va a poter irmas alle scuola. Da questa te ci tu. Buenas noches. Tu hai scherzo. Buenas noches. Stärkere Disziplin, stärkere Gemeinschaft, stärkere Aktion. Ich erwarte von euch, dass jeder bei dieser Versammlung teilnimmt. Jedes Mitglied der Welle hat die Verantwortung dafür, dass diese Versammlung ein voller Erfolg wird. Mr. Ross, Sie können sich auf uns verlassen. Thank you.
find somebody, hold that woman, hold that man, love him, please him, squeeze him, hold him, squeeze him.